Wir glauben, dass es in der DNA eines jeden wiedergeborenen Christen liegt, dass er die Stimme Gottes, die Stimme des Heiligen Geistes, der ja in ihm wohnt, hören kann. Eigentlich ist es relativ logisch, wenn etwas in uns ist, dass wir damit kommunizieren können, nicht wahr? Ich glaube, der Heilige Geist will ständig zu dir reden, ständig mit dir kommunizieren und er tut es eigentlich auch. Dennoch haben viele Christen das Problem, dass sie nicht wissen, wie lerne ich denn wirklich die Stimme des Herrn zu hören? Wie lerne ich denn wirklich, sie auch zu unterscheiden? Weißt du, Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme und sie gehorchen auch dem, was ich sage. Wenn du Schwierigkeiten damit hast, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, dann habe ich einen kleinen Tipp für dich, der dir vielleicht hilft, da einen Schritt weiter zu kommen. Schau, wir verwechseln häufig das Reden des Heiligen Geistes in unserem Inneren mit unserem Gewissen. Wir haben irgendeinen Impuls und denken, ach, das kommt von meinem Gewissen. Beispielsweise, du bist an der Arbeit und plötzlich hast du den Impuls, ruf jemand an. Du denkst, ah nee, also das passt mir jetzt gerade gar nicht, das mache ich in einer Stunde. Und es ist weg. Oder du hast den Impuls, bring jetzt eine Sache in Ordnung, wo du weißt, dass du dich entschuldigen musst. Du sagst, ah, das mache ich dann, wenn ich die Person mal treffe, das geht jetzt nicht, das passt mir gerade nicht und es ist weg. Und eigentlich sind das bereits Impulse des Heiligen Geistes, der dich weiterbringen will, der dich vorwärts bringen will. Beispielsweise, lies jetzt in der Bibel. Nimm dir jetzt die Zeit dafür. Oder bete jetzt für eine bestimmte Person. Nimm dir jetzt Zeit für den Herrn und so weiter. Und häufig sagen wir, ach, das passt mir nicht und wir verpassen die Gelegenheit, hier einen Schritt weiter in die Beziehung mit dem Heiligen Geist hineinzukommen. Ich glaube, wenn wir diese Impulse ignorieren, dass es immer schwerer wird über die Zeit, auf sie zu reagieren. Und wenn wir ihnen Raum geben und dem gehorsam sind, was der Heilige Geist uns, wozu er uns anleiten möchte, dann wird es immer leichter werden und wir werden uns weiterentwickeln. Die größten Männer und Frauen Gottes sind es deshalb geworden, weil sie diesen Impulsen gehorcht haben, sehr spontan gehorcht haben, das getan haben, was der Heilige Geist ihnen aufs Herz gelegt hat. Und auf diese Art und Weise haben sie immer mehr gelernt, auf seine Reden, auf seine Impulse zu reagieren und sind hineingekommen in das, was der Herr für sie hatte, hineingekommen in das Übernatürliche. Die gute Nachricht ist, egal wo du stehst, du kannst heute anfangen und sagen, Herr, ich habe es verstanden, ich werde hineingehen, indem ich auf deine Stimme höre, indem ich auf diese Initiativen, die du mir gibst, höre, indem ich das, was du mir sagst, einfach umsetze. Ganz spontan. Das wird wahrscheinlich nicht immer der Fall sein und das wird vielleicht auch manchmal nicht ein hundertprozentiger Treffer sein. Aber es ist ja vollkommen unproblematisch. Selbst wenn du dich bei jemand um Entschuldigung bittest, was soll passieren? Wenn du für jemand betest, wenn du Bibel liest, was soll passieren? Es ist doch nur gut, es ist doch nur positiv, es ist doch auf jeden Fall etwas, was dich weiterbringt. Also sei da ganz entspannt und sag einfach, Herr, ich möchte auf dieses Reden von dir, diese Impulse von dir immer mehr Raum geben, immer mehr Raum geben. Und ich glaube, dass du merkst, wie schon nach wenigen Tagen du in eine tiefere Beziehung kommst, nach wenigen Wochen wird das noch mehr und du kommst hinein, dass du irgendwann an einem Punkt bist, wo du wirklich, wirklich, wirklich dieses Reden des Heiligen Geistes in deinem Inneren glasklar hörst und auch von allen anderen Stimmen, die da vielleicht sein mögen, glasklar unterscheiden kannst. Einfach, indem du hineingehst in das, was der Herr für dich hat. Probier es einmal aus. Ich glaube, Gott hat viel, viel mehr für dich.